Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen weiter Blue Estate. Und wir starten jetzt jede Folge in diesem Bildschirm, damit ihr euch daran erinnern könnt, wie die Werte von meinem vorangegangenen Level waren. Und damit wir auch schön in die nächste Storyline reinschlüpfen können, ohne dass die Leute uns hier ins Wort fallen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und los geht's! When the Don got news that Tony had brought on war with the Sikhs, he blew his top. L.A. wasn't safe anymore. The Don was putting Tony on a plane to Jamaica to lay low at a safe house while the dust cleared on the fire Tony'd left to burn. He begged the Don to let him stay, to give him another chance to make things right. Then at the last minute, they called him back at the gate and it looked like Tony might even get the chance to show he'd finally changed his ways. He even bit his tongue when the Don offered tribute to Jin Sik to be delivered by Tony himself and withdrawn from his personal accounts. Tony was broke but determined to finally make his dad proud. But the Don didn't just have a sudden change of heart about his son. Jin Sik had taken something super duper precious from him, something maybe even worth risking Tony's life for. Was passiert? Bei beide steht der Rucksack, $1 Million. Is that your lunch money in there? Come on and bring it to me. Want this bag, funny guy? You can walk to get it. Tony Luciano ain't no errand boy. Hey, you're late. You bring it here. Couple of minutes and your dad's favorite horse would have been running his races in the afterlife. What horse? I brought your money, that's it. That's what was said. You come here and get it, and we ain't never gotta see each other's face again. Oh no. Your daddy didn't tell you. Look at his extra favorite racing horse, Blue Estate. Traded, fair and square for you. That's bull. Not my pop. You slants wouldn't understand real family. Oh, this is the best. Jin Sik is going to piss himself with happiness. Okay, delivery boy. Here's your tip. Pop! Oh, shit! Hol das Pferd? Every time, Pop, you choose a horse above your only son. Agni loses faith for once in your more decline. You focus on something other than your son. Yeah, focus on this. Okay. Oh. You get back here, you hear me? Hey! Don't you make me shoot at my own cash. What Tony and the Sixth didn't know was that Don Luciano had the place surrounded with snipers. But the only thing they had in their sights was the worst fog since the 80s. Okay, also hier sind überall Sniper. Again with the head. Oh, fuck! Dieses Haar! Oh, ich will so ein bisschen mehr Accuracy machen dieses Mal. Ich will auf jeden Fall über 80 kommen. Und ich hoffe, das ist auch machbar. Problem ist, ich weiß nicht, ob es in diesem Level auch Katzen gibt. Oder vielleicht was anderes. Oh shit. Nein. Okay. Bisher habe ich, glaube ich, ganz gut getroffen. Habe ich. Oh fuck. Hab ich? Nein, ich muss anladen! Na, daneben. Ich habe einmal daneben geschossen. Showdown? Wie geht das? I'm in no mood for this. Okay, man weiß nicht, wo der ist. Okay, ich bin bereit. Hat er mich getroffen? Oh shit. Okay, das ist alles nicht so leicht hier, Leute. Okay, jetzt haben wir's. Falls ihr eine Katze irgendwo seht, sagt Bescheid. Okay, hab ich. Haare weg. Ach du Scheiße. Fuck. Schon mal nicht so gut. Das war ganz gut. Das war nicht so gut. Und das hier wird richtig gut. Yes. Kopfschuss.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel... Was? Es hat eine kleine Zielhilfe. Ich geb's zu. Stört mich aber nicht so doll jetzt. Ah, das muss man in Zeit schaffen, oder was? Okay. Woo! Ach, wenn es so weiß ist wahrscheinlich. Alles klar. Kann ich. Alter! Was soll denn das mit dem Nebel? This fog is thicker than my mama's ragu. This is no way to treat your flesh and blood. Das ist aber hübsch. Oh oh. Well, look at this lost soul. Oh yeah. This fog gives me more than my own pop ever did. He's nuts. Oh oh. Okay, wir haben eine neue Waffe. Geil. Wir machen jetzt Leute anders kaputt. Finde ich gut. Come on, where's that guy? Okay. Wir wollen die Accuracy behalten. Die hätte ich jetzt gerne jemand ins Gesicht geworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Ja, also ich glaube, so mehr Schusswaffen sind nicht gut für die Accuracy. For a gangster, a cemetery has a special sentimentality. Hey, I'm remembering it! Oh. Okay, volles Leben hatte ich, glaube ich, eh, oder? Ich sehe immer noch keine Katze. Yeah. Vielleicht... I dumped my first girlfriend right around this row somewhere when I was 12. Okay. Habe ich? Ey, wehe! Wehe, man muss hier was anderes sammeln und ich weiß nur nicht was. Dann bin ich richtig sauer. Dann bin ich richtig sauer. Aua, aua, ah. Okay, okay. What? Was war da denn los? Nein, Granate, lauf! Oh, diese Haare, ne? Oh, schon wieder der... Lauf! Woo! Das war gar nicht so schlecht. Hab ich. Ich hätte gern mehr Eierschüssel. Aber die scheinen da irgendwie so ein Schild zu haben zwischen den Beinen. Wow! Das fährt hier. Okay, also das Ding ist benannt nach dem, nach diesem Pferd, oder was? Ich kenne mich da ja nicht so aus. Hallo? Ferdi? Sweep in a line, so we kill him and not ourselves. Oh oh. Hey, Wook, who's your daddy? That's not how it goes. Will you stop digging around? He could be anywhere. I don't know, maybe it's a sign. All of this turning around for behind us. Rico, just use guys on. Standing in my way. Seh die nicht. Oh, 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 oh. Where's my money? Where's my money? Where's my money, bitches? Kennt ihr die Family Guy-Folge? Wo Stewie das Geld haben will von Brian? Oh mein Gott, die ist so witzig. Where's my money? Where's my money, bitch? Oh, das war sehr gut. Das war sehr gut. Switchy Swatchy. Katze! 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 Nee, Schädelblumen. Fuck. Okay, das heißt, wir haben schon 75.000 davon verpasst. Das ist nicht gut. Wie sieht das aus? So, okay. Hello again. Oh, der Typ, ey. Mach ich fertig! Falsche Reihenfolge. Autsch. Oh, shit. Aber hier war Energie. Was ist das denn? That's taken doggy style too far. Hunde-Yoga, willkommen in Los Angeles. Oh.
Okay, also wir sind auf dem Tierfriedhof. Heißt das, dass hier auch Tiere gleich auferstehen werden? Wie beim Friedhof der Kuscheltiere? Eine komische Zombie-Kuh oder so? Wäre doch geil. Oh, der ist gestolpert. Das tut mir leid. Ach so, geil. Ich kann das wegwischen so. Okay. Also das Spiel macht schon einiges. Aus seinem Dasein als eigentlich nur langweiliger Rail-Shooter. Weil das ist gar nicht so langweilig. Wow. Socke? Ach, Shark. Ha. Oh nein. Oh nein. Stirb. Nein. Ich muss doch besser zielen. Also besser treffen. What the hell kind of? Oh, I see. Respect. Chuck Norris heißt in Wirklichkeit Carlos? What? Okay, das war irgendeine Chuck Norris Verarsche, die ich nicht ganz verstanden habe. Aber gut. What I tell you? Was denn? Oh, this place looks different when you can see it. Können wir jetzt mal den Typen mit dem lustigen rosa Rucksack natzen? Digga, ich habe auch nicht die ganze Tag Zeit. What's with all the birds? John Woo für Arme. Ich mag das Spiel. Was denn jetzt? Hä? Oh nein, wir sind schon wieder ausgerutscht. Weil hier gewischt wurde. Das wird jetzt, nehme ich mal an, Running Gag, wa? Finde ich gut. John Woo für Arme. Okay. Nein, ich bin wieder nicht getroffen. Da ist ein Totenkopf. Nee, doch nicht. Da ist ein Totenkopf. Nein, auch nicht. Oh, jetzt habe ich schon wieder Accuracy verballert. Für nix und wieder nix. Yes, haben wir. Da ist ein Totenkopf. Nee. Oh, schon wieder überhaupt nicht getroffen. Die Vögel gehen so ab. Das sind Abgevögel. Forgive me, Malana. But they have sinned. Who knows collections better than you, right? Hier ist ein Kopf. Oh, yeah. You make me kill in the eyes of the father. Den hätten wir schon 300 Mal abschießen können, ne? Wo ist denn noch einer da hinten? Hab ich. Und der auch noch. Guck mal, den hätten wir schon 23 Mal. Ich schieß halt nicht, weil ich weiß, dass es nichts bringt. Und viel zu wenig Eierschüsse heute, ne? Ah, jetzt. Okay. Oh, nee. Ich sehe den immer nicht. Ah, scheiß Drecks. Also das mit der Katze fand ich lustiger. John Hufe nicht mehr ganz so arme. Oh, oh. Wo kommt dieses fucking Pferd her? Oh, you're out of control, you goddamn horse. Und wieso rutscht es da so durch die Gegend? Ich verstehe das nicht. Erklär's mir. Dieses Pferd ist gerade gedriftet. Es ist einfach crazy shit. Ich krieg die Tür auch gar nicht mehr zu, ne? Oh, oh. Was meint ihr? Wo sind wir bei der Accuracy? Bei 80? Ich hoffe doch. Ich darf mich jetzt einfach nicht mehr verschießen. Wow. Wow, wow. Schießbude, okay. Nein! Daneben. Fuck. I love my hair, but it's a little inconvenient. Schießbude vorbei. Crowd them on the end, or the bullets are coming out. How many of you do I have to kill? Hey,
Hab ich getroffen? Yeah. Okay, aber wir haben die Leute nicht wissen. Okay. Oh shit, ich muss nachladen. Noch mehr? Noch mehr? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, bam! Man darf halt nicht schießen, wenn der sich gerade so in der Drehung befindet. Oh, ist ja gut. Okay, können wir jetzt... Oh, da war noch ein Totenkopf. Scheiße. Können wir jetzt bitte mal die Leute hier natzen? Oh, oh. Hab ich. Oh, fuck you. Aber er ist ganz cool gemacht. Ich finde es ganz lustig mit dem Haus. Reached a part of the graveyard where everyone was touchy. Construction had begun on an elaborate tomb for the late Kim Bong-sik. Was literally walking through a future he'd created, like Marty McFly. Okay. Hab ich? Nein, nicht gut. Nicht gut. Doch gut. War ich ganz gut. Oh, dieses Showdown-Zeug macht mich total kirre. Okay. Schneller. Hab ich. Nein. Oh, peinlich. Hab ich. Noch mehr? Experte. Geil. Okay, so langsam werde ich echt Profi in dem Spiel, ne? Da-da-da-da. Oh, come on. Don't you move. I love my hair, but it's a little inconvenient. Combo, yes. Was hab ich denn gemacht eigentlich, dass ich jetzt eine Combo gekriegt habe? Stirb, stirb. Okay. Hey, Moneybags. Guck mal, den hätte ich jetzt schon wieder gehabt. Locker lässig. Kim Bong-sik would be buried with his favorite cars, his favorite yacht. They'd even taken the statue from his own front lawn as a stand-in while a bigger one was made. Say my name, baby. Nicht dein Ernst. Auch die Statue hat den BH an. Cool. Guck mal, da darf man nicht schießen. Anstatt, dass der sich wo ein Auto setzt, ne? Einfach abhauen. These boots are made for walking. Ich kenne den Text nicht, Alter. Schuh. Profi. Wieso fallen wir kurz so komisch zur Seite? Wow. Perfektion. Habt ihr das gesehen? Ein fucking Profi im über Sachen springen. Lauf. Was denn? Slow-mo. Oh yeah. Okay. Habt ihr gesehen, wie ich den Totenkopf noch so ganz locker lässig nebenbei einfach so weggeballert habe? Das war ziemlich krass. It ain't the place to run around like that. You're gonna hurt yourself. Ach, come on. I told you, didn't I tell you? Der ist nicht wirklich gerade gegen das Grab gelaufen. I still got the Jamaica ticket. Let's see how much party I can buy for a million bucks. Oh, Christ! Oh, Christ! What kind of freaky squint Schmidt did I walk into here? You gotta be kidding me. I got the money. I even got the stupid horse. You hear that, Pop? Tony Luciano has won the day! Without no one's help. Day's not over yet. Who in Christ are you supposed to be? I'm the man who dug your grave. Oh yeah? And who's he? He's the man who's gonna feel it. It looked like Tony's ride had come to an abrupt end, but the Don was still missing a horse, and he'd gained some bad new Eastern European problems. Worse than he'd ever seen. Worse than Khan in Star Trek. What? Okay.
Ding. Okay, sind wir jetzt tot? Spielen wir jetzt einen anderen Charakter? Man weiß es nicht, ne? Beste Kombo 340, schnelle Gesten 11, Nahkampfangriffe 5. Wir steigern uns ein bisschen, ne? Durchschnittliche Lebenszeit von Feinden ist auf 250, das geht. Schussgenauigkeit 62,25. Wie kacke ist das denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich darf keine Schnellschusswaffen nehmen, sondern ich muss immer mit der ganz normalen Desert Eagle spielen. Ich glaube, das ist viel, viel besser. Kopfschüsse 325 von 340, das ist sehr, sehr gut. Eierschüsse 3, auch sehr gut. Und 5 Schädelblumen, obwohl ich das erst nicht gecheckt habe, dass ich auf Schädelblumen jetzt schießen muss. Finde ich ganz in Ordnung. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge. Was passiert denn da jetzt dann? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch und wir sehen uns das nächste Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.